Einen wunderschönen guten Tag, Leute, und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von New Super Mario Bros. Ganz genau. Beim letzten Mal haben wir Welt 3 gemacht, davor haben wir Welt 1 gemacht und davor Welt 1. Macht irgendwie Sinn? Ich weiß. Und heute begeben wir uns in Welt Nummer 4. Wie ihr schon seht, ich habe ein bisschen was am Overlay geändert. Ich habe jetzt einen kleinen Hintergrund, damit ich... Oh mein Gott, ist das laut. Damit ich im Allgemeinen ein bisschen besser in das gesamte Bild hineinpasse. Immer noch zu laut. Das ist krass. Du gehst erstmal weg hier. Okay, wir haben Spinnen. Okay. Ich habe schon verstanden. Oh mein Gott. Ich bin wieder mega hyped, weiterzumachen hier. Ihr wisst Bescheid. Wenn ihr auch hyped seid, dann könnt ihr an der Stelle mal einen Like da lassen. Oh mein Gott, das war todesknapp. Und Run-Up. Nix drin. Nö. Schön, er ist down. Zack, die Spinne nehme ich mit. Und ist das da vorne Dory? Oder Plessy? Ich glaube, wenn, dann eher Dory, nicht wahr? Ich weiß nicht, wo ich stehen darf und wo nicht. Ich brauche die... Darkcoin. Okay. Ja. An der Stelle, wir probieren es nochmal neu. Kurzer Schnitt, bis gleich. So will ich das. Perfekt. Ich hoffe, ich werde von der jetzt nicht getroffen. Nein, werde ich auch nicht. Ducken, ducken, ducken. Okay. Oh, was? Was ist hier oben? Oh, ist hier die letzte Starcoin? Ist ein Secret Exit? Hä? Damit habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet und es fehlt nur die letzte Starcoin, no. Und in Welt 2, falls wir nachher am Schluss noch Zeit haben, schauen wir noch ganz kurz in Welt 2 rein. Da habe ich nämlich tatsächlich vergessen, den normalen Exit zu zeigen. Und, ja, darum kümmere ich mich dann gleich nachher. Ich schneide euch jetzt erstmal, bis wir wieder an der Stelle sind. Ich habe gar keinen Bock. So, here we go again. Diesmal gehen wir hier nicht nach oben, sondern fahren einfach nach rechts weiter. Und das da oben sieht sass aus, hat aber scheinbar nichts zu bedeuten. Das war eine unfassbar grandiose Idee. So, und diesmal stelle ich mich hier nicht so blöd an. Hoffe ich doch. Also... Heißt nicht, dass ich es nicht doch tun werde. Okay, perfekt. Ich trau dem Game noch nicht, ob man hier über Gaps rennen kann oder nicht. Da bin ich mir noch nicht so ganz sicher, ob ich das versuchen möchte oder nicht. Da warten wir mal. Im Übrigen, ihr könnt euch freuen. Mein PC wird bald wieder stehen und dann kriegt ihr das Game auch vielleicht in sogar noch ein bisschen schärferer und schönerer Grafik als jetzt. Aber da müsst ihr euch noch gedulden. So, wir gehen jetzt ins nächste Level. Erstmal hier, Welt 4, 2. Wunderbar, erstmal eine Feuerblume. Oh, sind es die, die so groß und klein werden? Nein? Oh, das sind die, die sich biegen. Okay. Das heißt, immer schön hier auf Zack bleiben und springen. Guys, wichtig. Ja, das war vielleicht dumm. Oh mein Gott. Oh, eine Feuerblume fürs Inventar. Sehr schön. Inventar seht ihr wie immer unter mir. In Passagen, in denen wir mal switchen müssen. Also zum Beispiel in den Untergrund gehen oder so.
Wir sehen uns dann gleich an der Stelle. Wobei, ich spiele jetzt erst das Level fertig, komm. Nee, da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Natürlich so kurz vorm Ziel, Guys. Okay, noch Mann, ich habe keinen Bock. Aber ich bin jetzt lieber ans Ziel gegangen, damit ich die Feuerblume behalte, bevor ich jetzt wieder an der Mittelflagge spawne. Deswegen sehen wir uns an der Stelle gleich wieder. Bis dann. Ganz kurz, warum ich da eben gegengesprungen bin, so von oben. Weil ich dachte, ja, wird eh nur ein One-Up sein oder so. Und naja, scheint es dann doch nicht gewesen zu sein. Es ist eine Ranke. Sowas nervt mich. Ich finde, Nintendo sollte eine Sperre einbauen, dass man diese Ranken gar nicht runterfeuern kann. Noch eine Ranke? Ja, und die letzte Starcoin. Okay. So, steppen wir nach rechts in ein Wasserlevel. Und ich weiß noch nicht, ob ich mich freuen soll oder nicht. Wir sehen es gleich. Hier ist ein Secret. Gerade. Oder kann man sogar so halb aus dem Bild rauslaufen. Cool. Also, was heißt cool? Wahrscheinlich ein Fehler, aber cool. Hä? Okay, wir haben Scrolling, was aber auch gerade eine Strömung war. Hi, Mann, moin, was geht? Ey. Schönes Wetter heute. Ja, sehe ich aber auch so. Bei Scrolling-Leveln, die Starcoins immer anders schlimm. Beispiel diese hier. Take die doch! Das kann nicht dein Ernst sein! Mann! Das ist so dumm. Das ist so dumm manchmal, dieses Game. Also. Nee. Ich nehme die Feuerblume, ganz ehrlich. Den Stress hier gebe ich mir gar nicht. Geh runter jetzt, Mario. Mann, was? Also. Ich hätte ganz gerne dann doch wieder eine Feuerblume im Inventar. Okay. So. Was in den Blöcken da oben ist, würde ich trotzdem gern wissen, aber der Kollege zerstört diese ja sofort. Auch wie lange Mario braucht, nach unten zu kommen wieder. Okay. Eieieiei, wer bist du denn? Okay, die beißen nach links und rechts. Also beziehungsweise immer in die Richtung, in der ich mich befinde. Ja. Will ich wissen, was hier drin ist? Oh ja. Will ich tatsächlich. Sehe die Starcoin. Ich habe die Starcoin. Ich weiß hier nicht, was die schlauste Taktik ist. Kann ich euch nicht sagen. Ich glaube, ich muss nach da unten. In die rote. Hier dazwischen runter. Das sind Münzen! Dieser... Hä? Ah, okay. Guys, an der Stelle safe state ich jetzt jeden Zentimeter, den ich mich bewege. Safe State ist Shift F1. Das ist halt komplett dumm und halt einfach komplett unnötig. Sowas. Also Nintendo, an der Stelle, du bist so ein Vollidiot, Mario. Gib mir die Fireflower. Also sowas ist dann an der Stelle komplett unnötig. Warum sind da Münzen, wenn es da ja obviously nur den Tod gibt? Vielleicht in der letzten Sekunde activaten. Hallo! In welche soll ich rein? In die? Nein. In die? Nein. In die? Nein. In die letzte. Ja, natürlich in die letzte. So. Jetzt ganz kurz pausieren. Seht ihr es nämlich unter mir? Hier links klicke ich wieder auf Save State. Ja? Das ist so ein Müll. So, weil ich das nicht nochmal mache. Okay, jetzt machen wir aber erstmal wieder ohne weiter. Seit letzter Folge läuft das Spiel nicht mehr so
gut, wie ich es in Erinnerung habe. Also am Anfang war noch alles ganz cool so, aber jetzt ist einfach alles nur noch unfair und bitch. Es fehlt keine Starcoin mehr. Wir müssen es nur noch lebend ans Ziel schaffen und das haben wir hiermit getan. Hallo? Kann auch sein, dass der Stick einfach nicht funktioniert manchmal. Aber manche Stellen waren echt dumm jetzt. Also wirklich. Okay. Weiß gar nicht, ob ich hier was rausschneiden soll oder es drin lassen soll. Ah, egal, weiter geht's. Weg von den Kopfschmerzen hier. Seit wann nehme ich schon wieder auf? Ah, satte 20 Minuten, das ist okay. Oh, das trifft sich vielleicht sogar ganz gut. Wir starten in den Tower mit einem roten Fragezeichenblock. Ich hasse den Panzer so sehr, aber wir werden ihn für irgendwas schon brauchen. Oh. Natürlich, natürlich. Hä? Also wer bei Nintendo sitzt denn da und macht denn sowas? Dann macht es lieber gar nicht. So, so. Ja, ist ja logisch, dass man da springen muss. Ich traue hier gar nichts mehr. Ganz ehrlich, ich mache nur noch offensichtliche Sachen. Ich weiß nicht, ob ich hinter muss oder vor muss. Okay, die Lava steigt wirklich. Spawn ich jetzt wieder am Anfang. Hatte ich eine Mittelflagge schon? Okay, ich cutte euch. Was ist das? Nee. Nee. Also, wirklich nicht. Das ist so unfair. Also jetzt mal ganz ehrlich. Nee. Also das ist von Anfang bis Ende unfair. Das ist von Anfang bis Ende nur unfair. Ja, und die Lava steigt. Schön, dass ich das weiß jetzt wenigstens. Ey, wenn ich hier eine Starcoin verpasse, wüsste ich nicht, wo ich suchen muss. Das ist Starcoin. Das ist natürlich die erste. Oh mein Gott. Das ist mir egal. Wie, ich muss hier warten? Gar nichts muss ich hier warten. Ich kann nicht warten. Hallo? Ja, genau. Okay. Ist okay, Mann. Da rechts könnte eine Starcoin sein. Da drüben ist eine Starcoin. Die wir nicht bekommen werden. Cool! Finde ich schön! Weiter geht's, Guys. Okay, ich bin oben. Wie ihr seht, habe ich gerade gesaved, weil ich mache den Müll nicht nochmal. Nur weil Bowser Jr. jetzt meint, er könnte ja sonst was machen. Genau, jetzt kommt das. Wo er sich. Ich muss immer noch eine Stampfattacke machen, darf ich nicht vergessen. Weil dann ist er nämlich jetzt siegt. Weil eine Stampfattacke macht doppelten Schaden, wie wir wissen. Ja, wir haben alle Starcoins. Ich seh's. Wir machen weiter im nächsten Level. Das ist so unfair. Also das ist bisher das unfairste, weil die Lava ist ja unfassbar schnell. An der Stelle wieder... Ich weiß nicht, ob das Spiel saved an sich oder nicht. Deswegen hier nochmal Save State reinhauen. So. Dann geht's hier oben
Theoretisch weiter und unten. Wir machen erst das obere Level, weil da gibt es einen schönen Block mitzunehmen. Und warum nicht? Ich bin klein, hab nichts im Inventar. Irgendwie ist es jedes Mal so, wenn ich ein neues Level starte. Ja. Oh, ich dachte, wenn ich da oben nicht drangekommen wäre, wie gequittet und hätte eine Pause gebraucht. Wahrscheinlich nicht nur eine. So. Wir sind wenigstens zum ersten Mal gut ausgerüstet. Ich versuche trotzdem... Hallo? Okay. Entschuldigung, dass ich... Here I go. Du musst dich echt an diese Steuerung gewöhnen. Also du merkst, ein altes Mario steuert sich. Ich wollte die Fireflower zünden, damit ich zwei habe, Mann. Also du musst hier mindestens einmal schwingen, wirklich. Nicht so wie in den ganzen neuen Games. Weil sonst schaffst du den Sprung wirklich nicht. Ist tatsächlich unerwartet, aber ist so. Interessiert mich nicht, gehe weiter, komm. Ich mag keine Koopas. Na, was fährst du denn zurück, Mann? Klar. Natürlich. Könnte ich da vielleicht hoch? Dankeschön. Das Spiel ist so unfassbar schlecht. Nein, ist es nicht, aber ihr wisst, was ich meine. Oh, ich komme da auch so dran. Das wusste ich nicht. Ich muss nach da oben. Oh mein Gott. Auf jeden Fall an der Stelle mal muss gesagt sein, cooles Secret, actually. Aber schwer. Komm ich da hoch? Und weg da. Okay, 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 wir bleiben cool, wir bleiben cool. Ich will hier ganz, ganz sicher sein. Die Röhre in der Mitte ist sass. Das macht keinen Sinn! Dumme Pflanze. Ja, und durch welche komme ich jetzt raus? Das macht keinen Sinn! Das macht keinen Sinn, Nintendo! Nintendo, es macht keinen Sinn! Ist hier das Ziel jetzt? Ja, dankeschön! Das Spiel regt mich immer mehr auf, aber ich habe trotzdem noch Lust, es weiterzuspielen. Ich will aber auch nicht die ganze Zeit am Rumragen sein. Deswegen, mal gucken. Ich versuche mich ja trotzdem weiterhin ruhig zu halten, auch wenn manche Sachen wirklich unfair sind. Vor allen Dingen zum Beispiel eben solche Secrets. Du hast eine Röhre, die ist markiert, weil sie eine andere Farbe ist. Dann lass mich da doch rein, Mann. Der Wiggler sieht extrem hässlich aus. Das würde ich in MS Paint schöner hinkriegen. Ich hab springen gedrückt, Mann. Wenn ich nichts einsammeln muss, sammle ich auch nichts ein. Oh mein Gott. Okay, wir sind durch. Also zumindest hier. So. Hier geht's nach oben. Das sollte jeder direkt erkennen können. Du hässliches Vieh. Ich truste hier gar nichts. Okay, wir gehen weiter. Ist okay.
Gumbas, aber schaffen es nicht. Es ist echt stressig. Also. Okay. War jetzt. Wetten, man kann in einer dieser kleinen Röhren rein. Wie kann ich durch so etwas getroffen werden? Und warum fehlt uns die zweite Starcoin? Mann! Das macht so überhaupt keinen Spaß. Wir sind wieder klein. Wir haben wenigstens ein Item, aber wir sind wieder klein. Und sowas stört halt einfach. Geh weiter ins nächste Level. Wie lange geht die Aufnahme? Ich möchte immer so ein kurzes, kleines Update geben. 35 Minuten. Okay. Wir haben wieder keine Progress-Anzeige. Ich möchte hier trotzdem ganz schnell durch. Weil Geisterhäuser sind cool, aber... Ja, weiß ich jetzt nicht. Oh, 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 oh. Das ist für später safe wichtig. Was gibt's hier? Warum kann ich hier hoch? Hier ist eine Starcoin. Ich wusste es. Es ist die erste. Ich will gar nicht wissen, was ihr für Viecher seid. Okay, ich gehe mal durch die Tür. Ich glaube, wir sind richtig. Okay. Hier ist die nächste Starcoin. An der Stelle sage ich mal, geschenkt? Okay. Nice, nice. Die zweite auch, perfekt. Oh, wir kommen hier oben raus. Ein Item hätte ich jetzt aber... Oh mein Gott, hier geht's noch höher. Ist sie die letzte? Da drüben ist die letzte. Okay, ich weiß, wo die letzte ist. Ich habe keine Ahnung, wie ich da hochkommen soll. Oh, oder wobei. Es scheint nicht, als wäre das in dem Raum. Doch, muss aber. Ich gehe mal durch die Röhre, vielleicht schießt die mich hoch. Nein. Ach, wie unnötig. Sowas ist dumm. Also... Wenn ihr mich schon wieder in eine Röhre reinlasst, dann schießt mich doch auch nach oben, oder? Gib mir wenigstens, was ich davon hab. Hoch weiter. Wofür ist die Tür eigentlich? Ich gehe jetzt durch die obere Tür, weil die ist ja obviously secret. Und die führt mich jetzt zur Starcoin. Und wenn sie mich ins Ziel führt, ist halt so. Die führt mich zum Secret Exit wahrscheinlich. Das kann nicht der normale Exit. Hier ist nix, mit dem ich hochhüpfen. Okay, Nintendo. Okay. Ich sag gar nichts mehr dazu. Nintendo ist weird. Also, damals, also dieses Spiel ist komplett verwirrend. Aber ich find's cool. Also, Guys, ich habe jetzt was gefunden, was halt verdächtig ist. Und zwar das hier. Da drüben sind Plattformen. Aber ich weiß nicht, wie man da hochkommen soll. Also, keine Ahnung. Wenn ihr das wisst, könnt ihr es gerne in die Kommentare schreiben. Und dann kann ich das vielleicht noch bei Zeiten nachholen. Ich würde an der Stelle einfach sagen, das war's. Also keine Ahnung, wie man da hinkommen soll. Hier ist auch kein Weg durch. Das führt auch... Mann! Das führt auch nur zu der Tür. Und keine Ahnung. Willst du noch wissen, was die Tür macht? Die muss uns ja auch irgendwo hinbringen. Ach so. Okay. Wir haben nichts Spannendes gefunden. Ich gehe. Komplett unnötig, da jetzt noch weiterzumachen. Wenigstens sind wir da noch groß. Nächstes Level ist wieder ein Höhlenlevel. Und dann sind wir auch schon fast wieder am Boss. Nicht vergessen, am Schluss reiche ich noch Welt 2 nach. Oh, das sieht ungemütlich aus.
Ein Versuch habe ich wenigstens noch. Dankeschön. Explodiert die? Okay, die sahen damals scheinbar noch ganz anders aus, die Bob-Bombs. Naja, man gewöhnt sich bestimmt dran. Diese, dass die Pilze dunkler sind, finde ich, sieht nicht allzu schön aus, aber... Was will man machen? Oh, das war die Kombo des Jahrtausends, ich sag's dir. Jetzt weiter. Hui. Bäh. Oh. Wieso? Also, was ist denn der Grund? Weshalb komme ich denn jetzt da nicht hoch? Hä? Ich kann doch an einem Block Wandsprünge machen. Warum dann nicht da oben? Aber maybe hier rüber komme ich hoch, ja. Aber da oben nicht durch, ist okay. Ich hätte jetzt aber auch mal Lust auf die erste Starcoin. Ja, natürlich. Halbzeit und noch keine Starcoin. Mal kurz hier links vorbei. Hier ist aber auch nichts gewesen. Hier ist eine Feuerblume drin. Oh mein Gott, das war knapp. Hier ist gar nichts. Nein. Okay. Nein. Aber ich kann mir doch die respawnen nicht. Kann gar nicht sein, die vorher sind doch auch respawned. Ach so, okay. Also hier haben wir auf jeden Fall eine Starcoin, guys. An die wir aber nicht rankommen. Doch! Aha! Ist nur sehr unsauber und ungemütlich gelöst. Okay. Ja, hätte auch der Tod sein können. Weiß man bei dem Game ja nie. Perfekt. Wobei es da links halt doof ist tatsächlich. Außer ich komme hier trotzdem. Das kann nicht dein Ernst sein. Also, das ist doch... Dankeschön. Das wäre jetzt auch... Also, das wäre unfair gewesen. Das wäre einfach unfair gewesen. Wenn man die jetzt nicht mehr erreicht hätte. Ihr seid mir relativ egal. Über euch kann ich drüber springen. Beziehungsweise du fällst sogar ganz von alleine. Ihr killt euch gegenseitig. Auch nicht schlecht. Und du rollst natürlich durch. Du bist es, gell? Ja, und du kommst auch wieder. Cool. Tschüss. Ja, genau! Ich lasse es mit den Starcoins. Mein Ziel ist es, dasselbe durchzuspielen. Kurzer Schnitt, bis gleich. Okay, Guys, wir sind wieder hier. Mit allen Starcoins natürlich, ihr wisst Bescheid. Perfekt. 100%, sehr schön, so will ich das. Nee, jetzt mach... Ich will, wenn ich ein Spiel spiele, will ich Spaß haben und mich nicht quälen müssen. Deswegen müsst ihr euch damit zufrieden geben, was ihr bekommt. Ihr wisst wenigstens, wo die Starcoins sind. Wie man sie bekommt, könnt ihr erahnen. Und ja. Ich spiele das Spiel, weil ich Spaß haben will und nicht auf Krampf irgendwie was erreichen möchte. Das möchte ich nur vorneweg gesagt haben. Nächstes Level. Startet schon mal besser als das letzte. Wir sind groß. Oh, ich will nicht. Oh. Oh! Was soll ich das denn wissen? Ich will die Fireflower. Hier durch eine Stampfattacke fährt das Ding. Ja, Red Ring oder Starcoin. Ist ja klar, wofür ich mich entscheide.
Wer weiß, wie viele Level wir noch kaufen müssen. Ja, und dadurch gibt er Gas. Gibt's hier auch ein Ende? Sehr schön. Oh. Das ist so unfair! Das kann nicht dein Ernst sein! Sind wir wieder hier? Ich will in jede Röhre davon eigentlich reingucken, um mich zu vergewissern. Okay, das macht's einfacher tatsächlich. Heißt aber nicht, dass ich die Feuerblume nicht trotzdem auch noch mitnehme. Ist wahrscheinlich wieder die unscheinbare grüne Röhre, in die man rein kann. Oder die hier. Hier kommt nichts raus. Nein, auch nicht. Okay. Hier hoch! Hallo! Keine Ahnung, was mir das bringt. Ich will's wissen. Das ist die Secret Exit. Ich muss das Level nochmal spielen, oder? Das ist nur die Starcoin und kein Secret Exit. Okay. Mittlerweile habe ich schon richtig Angst vor Secret Exits, weil ich einfach weiß, oh nee, du musst das gesamte Level nochmal von vorne spielen. Und habe ich keinen Bock zu, ganz ehrlich. Da ist das Secret hier rechts. Das sieht jeder. Ich würde trotzdem gerne wissen, wie man da hinkommt. Ist egal. Ziel erreicht. Ich muss wieder was trinken. Ich möchte mal kurz gucken, wie lang die Aufnahme ist, um euch up to date zu halten. Das geht noch. 53 Minuten, da sind wir noch dabei, Guys. Dann machen wir jetzt den Boss und dann holen wir das aus Welt 2 noch nach. Ich weiß nicht, wie oft ich das noch sagen will. Aber ihr merkt schon, die Aufnahmen hier fressen Unmengen an Zeit. Hier ist jetzt eine Feuerblume drin. Ja. Dankeschön. Ich finde die Lava-Textur immer noch blödes Viech, echt. Oh mein Gott, ich schrei gleich. Okay. Vergiss es. Wir fangen nochmal von vorne an, als wäre nichts passiert. Das ist Cheaten. Nein, ist es nicht. Ich nutze Nintendo 4DS Features. Kann ich auch nichts für, dass sie das eingebaut haben. Könnt euch bei den 4DS-Entwicklern beschweren, nicht bei mir. Ein Twomp. Ein Twomp. Und tatsächlich sogar noch einer. Will ich hier hoch? Was war jetzt der Unterschied? Der Weg war einfacher, I see. Wir haben erst eine Starcoin. Das da unten ist halt mehr als nur Sass. Entweder werden wir jetzt getroffen oder... Oh mein Gott! Wir getten eine Starcoin. War knapp. Nein! Oh mein Gott! Okay, hier müssen wir oben rüber, das sieht man direkt. Egal. Tot. Jetzt wieder eine Feuerblume für uns. Es läuft gut. Zu gut. Stelle ich mir gar nicht schwer vor. Ja. Oh, das war der dümmste Sprung meines Lebens. Der war komplett unüberlegt. Okay. Ey, auch hier. Wie man hier schön diesen Schwung mitnimmt beim Rüberfahren. Gar nicht. Okay, okay. Wir sind beim Boss. Guys, wir sind beim Boss. Wir sind beim Boss. Ey, wenn du mir jetzt sagst, ich muss... Nee, diesen Kampf nicht. Wer bist du?
Ein Treffer. Nein! Okay, man muss eine Stampfattacke drauf machen. Natürlich drückt der Knopf mich hoch. Was soll er denn auch sonst machen? Okay, du kannst ihn mit einer Feuerblume besiegen. Komm, aber dann musst du jetzt auch sterben, Kollege. Sehr schön. Hätten wir das auch geschafft. Und ich würde sagen, wir machen direkt weiter mit Welt 2. Und hier sind wir jetzt auch offiziell in Welt 5 angekommen. Wunderbar. Wunderbar. Wir switchen in Welt 2. Und zwar hier habe ich nur einen Secret Exit genommen, anstatt den normalen. Und das ist natürlich nicht so gut, deswegen machen wir das gleich. So, kurz Save Staten. Wer weiß, wie häufig dieser Emulator abstürzt, ganz ehrlich. Ah, Loch. Habt ihr nicht gesehen. So, wie gesagt, will ich mal hier sehen, was der Emulator so alles drauf hat, Spannendes. Was will ich sehen? Nee, ich will gar nichts sehen. Ich will einfach nur gucken, wie weit es denn machbar ist, ohne Save States das Spiel durchzuspielen. Wihihi! Die habe ich total übersteuert, in Folge 2 war das. Tut mir leid. Im Übrigen, ihr merkt bestimmt, mein Sound passt jetzt auch besser zum Ding. Ich habe, ein paar Einstellungen in OBS geändert und jetzt kann ich wieder meine Stimme unabhängig. Oh mein Gott, der hasst mich, der Typ. Ich kann meine Stimme jetzt wieder, unabhängig von der Game-Audio steuern, weshalb das kein Thema sein sollte. Da bin ich hier so scared. Hier muss jetzt auch gleich eigentlich das Ziel kommen. Oh, 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 Guys, da ist das One-Up. Wir haben hiermit auch das normale Ziel gesehen. Es tut mir leid, dass ich das in Folge 2 komplett vercheckt habe. Sorry, Guys, aber hiermit ist es auch getan. Und jetzt, nach einer knappen... mal wieder fast eine Stunde Aufnahme. Möchte ich gesagt haben, dass wir an der Stelle jetzt alles beenden und ich mich verabschiede. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es in Welt 5 weitergeht. Lasst gerne ein Like da und verpasst die nächste Folge nicht. Es geht in die Schneewelt. Ciao, ciao, Leute.